Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Video von mir. Viele Vlogs in der letzten Zeit. Also, ihr habt ja gemerkt, dass nicht mehr an meinen Upload-Tagen Videos online kommen, weil ich das einfach nicht mehr schaffe mit diesen festen Terminen. Das setzt mich zu sehr unter Druck. Ich glaube, ich würde auch 2 Videos die Woche schaffen, aber dadurch, dass ich so dieses ich muss Montag, ich muss Donnerstag habe, ist es irgendwie nicht so der Fall. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, ne, aber ich werde einfach wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr an festen Tagen uploaden. Punkt 1. Punkt 2, klingt jetzt erstmal nach einer witzigen Geschichte. Ich bin gerade zur Toilette gegangen und meine Unterwäsche war blutig. Dann habe ich mir gedacht, boah, scheiße, ich weiß gar nicht, wie man Blutflecken aus Kleidungsstücken rausbekommt. Und dann habe ich mir gedacht, wer könnte sowas wissen? Oma. Und dann dachte ich mir, oh fuck. Du kannst sie nicht mehr fragen. Du kannst sie nicht mehr fragen, wie man Hühnerfrikassee macht und wie man Blutflecken aus Unterhosen kriegt und überhaupt. Die letzten 3 Tage waren... Hi, Baby. Die letzten 3... Mann, ich versuche gerade ein ernstes Video zu drehen. Die letzten 3 Tage waren ziemlich hart. Beziehungsweise die letzten 3 Nächte. Ich hatte heftige Albträume. Ich wollte eigentlich einen Instagram-Post dazu machen, aber... ich hatte jetzt irgendwie Bock, mit der Kamera zu reden. Ihr wisst es, liebe Freunde. Ihr habt gesagt, ich darf mich bei euch auskotzen, dann nehme ich das auch in Anspruch. Sekunde, Freunde. So, ich musste mal eben ganz kurz die Scherben meines Lebens auffegen. Das ist nämlich gerade da drüben zerbrochen. Es war ein Teller, liebe Freunde. Alles gut. Ich hatte in den letzten 3 Nächten wirklich krasse Albträume. Also der erste klingt witzig, war es aber nicht in der Sekunde. Wer von euch WoW kennt, der weiß, was eine Instanz ist und ein Dungeon. Und ich und mein Mann, wir waren in so einem Dungeon, in so einer Instanz. Und dann ist ein Feuer ausgebrochen und... er ist fast gestorben und dann gab es irgendwie eine Schlacht zwischen Menschen und Orks und klingt witzig, war es aber wirklich nicht. Also ich habe wirklich panische Angst um ihn gehabt und Sekunde. Ja, die zweite Nacht, da ist Krummbein verloren gegangen, im Traum natürlich nur, Gott sei Dank. Und in der dritten Nacht jetzt, also jetzt letzte Nacht, habe ich geträumt, also meine Mutter wird wieder leben und dass meine Eltern mich nicht mehr lieb hätten, ja. Also meine Mutter und mein Vater. Und Verlustängste, liebe Freunde, Verlustängste. Auch mal die Kamera gerade halten, oder? Ja, es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Vor allem, weil du dann, du wirst im ersten Moment wach und denkst dir so, boah, scheiße, das ist echt passiert so, ne? Weil du noch so voll in so einer Zwischenwelt bist irgendwie. Und ich habe auch heute erst mal meinen Vater angerufen und ich so, ja, hast du mich noch lieb? Und er so, hä, bist du bescheuert so, ne? Aber ja, das ist einfach, ich glaube, also klar, das kann natürlich durch hormonelle Veränderungen, wenn man seine Tage hat, lalala, kommen. Also ich kenne das zwar eigentlich nur von Schwangeren, dass die dann Albträume haben, aber Hormonänderung ist Hormonänderung, denke ich mir so. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach diese Verlustangst, die jetzt mit dem Tod von meiner Oma, die ja für mich hinterher doch eher wie eine Mutter war. Also so eine Mischung, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber meine Oma war irgendwie nie so eine Oma für mich. Ich kann es nicht beschreiben. Ich will auch nicht sagen Tante, weil Tanten sind meistens immer so weiter und ach, keine Ahnung. Aber meine Oma war nicht so Oma-mäßig. Also jetzt nicht nur für mich, sondern generell so. Vielleicht kennt ihr diesen hellgrauen Cardigan von mir, sie hatte denselben. Und ja,
keine Ahnung. Es ist einfach. Es ist schwer manchmal. Also die letzten Nächte waren echt hart. Ich habe auch nichts irgendwie. Ich nehme keine irgendwelchen anderen Medikamente oder sonst irgendetwas. Es ist komisch. Es ist einfach komisch. Und das Ding ist, so unterbewusst, also ich versuche zwar immer überbewusst, sagt man das so, ich versuche zwar mal das so ein bisschen zu verdrängen, aber eigentlich warte ich so auf diesen mentalen Breakdown, in dem ich dann so checke, okay, meine Oma ist echt tot, also was ich so beim Tod meiner Mutter hatte. Eine Sekunde. Noxi! Runter! Ganz schnell. Weißt du, mitten in der Nacht und man muss so schreien wegen den Kindern, ehrlich. Weißt du, dieser Breakdown kam halt auch, als meine Mutter gestorben ist. Und das war dann auch gut. Weißt du, weil man ist die ganze Zeit so, also bei meiner Mutter war das für mich die ganze Zeit so, okay, die ist gar nicht tot, weil wenn die tot wäre, dann würde ich ja übertrieben heulen. So. Und es war halt immer so, weißt du, wie ich meine? Und dann, das war auch so eine ganz blöde Situation. Also ich meine, es war die Beerdigung, ja, ich habe auch die Leiche gesehen und alles und, ne? Und dann halt so kurze Zeit später, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, irgendwann in einem Video, glaube ich auch, habe ich gesagt, das hat 2 Monate gedauert, aber es kann gar nicht so lange gewesen sein, weil die ist am 6.6. gestorben und dann war ich eine Woche nicht in der Schule und dann irgendwann, also so nach 2 oder 3 Wochen, nicht Monaten, also sorry für die falsche Auskunft, aber ich habe da einfach, das fühlte sich so an, aber im Endeffekt waren es eigentlich nur 2, 3 Wochen. Ich habe eine Deutschklausur wieder bekommen, ja? Und ich war eigentlich immer ganz gut in Deutsch, hatte dann eine Lehrerin, die scheiße war, hatte dann eine 5 und ich war ja eigentlich jedes Jahr kurz davor sitzen zu bleiben auf dem Gymnasium. Und dann habe ich die nächste Deutschklausur wieder bekommen und es war halt eine 2. Oha, merkwürdig, wie konnte das nur sein? Lag das eventuell an dem Gespräch mit dem Rektor? Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich dann diese 2 in Deutsch bekommen, ja, und damit war dann sicher, okay, safe, alles cool. Ha, die Frau hieß übrigens auch safe. Das ist nicht witzig, Mima. Okay, und dann habe ich diese Klausur wieder bekommen. Und als ich damals diese 5 bekommen hat, da hat meine Mutter noch gelebt. Und bin ich direkt zu ihr, habe übertrieben geheult und so weiter. Und als ich die 2 bekommen habe, habe ich mir gedacht, krass, ich muss direkt zu Mama. Und dann habe ich gecheckt, so, scheiße, du kannst da nicht hin. Ich meine, klar, ich kann zum Grab gehen, lalala, ne? Was ich dann auch gemacht habe, ich bin dann zum Grab gegangen und da bin ich dann zusammengebrochen. Da habe ich dann wirklich gecheckt, okay, diese Frau liegt unter der Erde, die wird ganz bestimmt wissen, dass du nur 2 hast, ja? Weil, ne, Leben nach dem Tod, Himmel, Seelen, bla bla bla. Aber sie kann dir keine Rückmeldung dafür geben, keine, die du verstehen kannst in deiner lebenden, fehlerhaften, dummen Hülle. Und das war so der Moment, weißt du, und auf so einen Moment warte ich eigentlich, was total behindert ist. Vielleicht kommt der Moment ja gar nicht, weil ich ja auch dabei war, als meine Oma gestorben ist. Vielleicht habe ich das dadurch dann schon verarbeitet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, ja. Und es ist so, ich weiß nicht, es ist wirklich jeden Tag so, dass ich irgendwie denke, zum Beispiel jetzt war irgendwie voll schönes Wetter und dann habe ich mir gedacht, boah, voll schönes Wetter, muss, also ich und meine Oma haben immer über das Wetter geredet, ja, man sagt das immer so als Sprichwort oder so, aber wir haben immer über das Wetter geredet und dann dachte ich mir, boah, du musst die Oma anrufen und dann dachte ich mir, ja, scheiße und dann hatte ich irgendwie Stress mit meinem Anbieter und dann dachte ich mir, boah, ich reg mich so auf, ich muss erstmal die Oma anrufen. Dann hatte ich irgendwas mit meinem Vater, keine Ahnung. Dachte ich mir, boah, ich muss die Oma anrufen. Geht nicht, weißt du? Und es ist nicht so, dass ich sonst niemanden in meiner Familie hätte. Aber zum Beispiel meine Brüder wohnen beide weiter weg. Ja, Düsseldorf, Mannheim. Mein Onkel wohnt in Berlin. Dann gibt es natürlich, jeder hat Familienmitglieder. Also die meisten Leute haben Familienmitglieder, wo sie sich so denken, okay,
wir haben zwar dasselbe Blut, aber das war's dann auch. Ja, solche Leute habe auch ich in meiner Familie. Und dann gibt's natürlich noch so Leute, also für mich, aus meiner Familie, der übertriebenste Boss ist mein Opa. Ja, der ist auch bei mir noch höher, glaube ich, ja, weiß ich nicht, so wie meine Oma eigentlich war. Und mein Opa, also das sind die Eltern von meiner Mutter, aber die sind geschieden. Erlebt man selten, dass Großeltern geschieden sind und mein Opa ist sogar neu verheiratet, aber ist so. Und weißt du, mein Opa ist aber so, ich liebe, mein Opa ist der Boss einfach, ja. Er ist einfach, wie kann man so ein Boss sein wie mein Opa, ohne Spaß, ohne Spaß. Ihr wisst es, liebe Freunde, ich liebe Kollegen, aber mein Opa ist noch bosshafter. Es tut mir, Felix, es tut mir leid, an dieser Stelle, aber es gibt jemanden, der bosshafter ist. Spreche ich das gerade wirklich aus? Es gibt jemanden, der bosshafter ist als Kollege und das ist mein Opa. So, und weißt du, mit dem, das ist so schwer. Mein Opa hat ungefähr grob geschätzt einen Intelligenzquotienten von 140. Der weiß alles, also viel. Gott sei Dank kennt er sich in Pädagogik nicht so gut aus. Einer der vielen Gründe, warum ich Pädagogin geworden bin. Ich will nichts sagen, aber wir haben einfach 10 Uhr abends, ne? Und die rasten aus, okay. Ich weiß nicht, mit dem, du kannst nicht mit dem über so welche Sachen reden. Weißt du, der in seinem ganzen Leben würde, der ist so wie Sheldon, ein bisschen. Auf eine gewisse, ein bisschen wie Sheldon, aus Big Bang Theory. Über manche Sachen kann man nicht mit dem reden, so, weißt du? Du kannst, das ist voll schwierig, so, also. Ich glaube, mein Opa wird mir nie so sagen, ich hab dich lieb. Ich glaube, das wird er nie machen. Oder ich bin stolz auf dich oder so. Das ist nicht... Der fühlt das. Und ich weiß das auch inzwischen. Aber früher, als ich ein Kind war, dann habe ich immer gedacht, irgendwie der wäre sauer oder böse auf mich oder wird mich nicht mögen oder so. Aber jetzt als Erwachsener habe ich verstanden, das ist einfach seine Art. Ja, das ist einfach seine Art. Und ich weiß, was er so für Zeichen gibt, dass, indem er dann sagt, so, okay, ich hab dich lieb, ja. Aber ich weiß nicht, mein Opa ist halt auch irgendwie, es gibt keinen Ersatz für einen Menschen, das gibt es nicht. Ja, wenn ein Mensch nicht mehr in deinem Leben ist, dann gibt es keine Lücke, den zu füllen. Ja, klar, wenn du mit jemandem 2 Wochen zusammen warst oder so, aber sowas meine ich nicht. Und das wisst ihr auch, liebe Freunde, ich kann jetzt nicht sagen, ja, meine Oma ist tot, aber ich habe ja noch meinen Opa. Das, verstehst du, das sind ja komplett unterschiedliche Menschen. So, wenn jemand nicht mehr da ist, dann ist er nicht mehr da. So, du musst dir das so vorstellen wie ein riesengroßes Puzzle, ja? Und wenn du ein Stück rausnimmst, dann kannst du natürlich versuchen, ein anderes Stück in diese Stelle reinzupressen, aber es wird nicht hundertprozentig passen, ja? Du musst es immer irgendwie zurechtschneiden oder so, ja? Was du natürlich mit einem Menschen nicht machen kannst. Also du kannst ja einen Menschen nicht so verändern und das soll man auch nicht. Aber wenn ein Mensch nicht mehr da ist, dann wird es nie, 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 nie einen Ersatz dafür geben, ja? Und, ja, das ist, keine Ahnung. Das war mein Vlog. Ich muss ihn jetzt abbrechen. Ich hoffe, er hat euch gefallen, dass ich mich mal wieder ausgekotzt habe. Und, ich muss mich jetzt hier um diese beiden Jungs kümmern. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?